Uscharod in der Ukraine am 4. Februar 2018. Um 4.24 Uhr schlagen die Attentäter zu. Sie versuchen, das Kulturzentrum der ungarischen Minderheit in Brand zu setzen, hinterlassen rechtsradikale Symbole. Ein Brandanschlag, der einen ethnischen Konflikt schüren soll und dessen Spur mitten in den Deutschen Bundestag führt. Kriminalgericht Krakau, Januar 2019. Hier stehen die mutmaßlichen Täter vor Gericht. Einer von ihnen, ein polnischer Rechtsradikaler, behauptet, beauftragt und finanziert habe den Anschlag ein Deutscher, Manuel Ochsenreiter. Zum Zeitpunkt dieser Aussage Mitarbeiter eines AfD-Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Ochsenreiter habe sich drei Tage nach der Tat am Flughafen Berlin-Tegel konspirativ mit einem der Angeklagten getroffen und ihm dabei 1.000 Euro in einem Buch versteckt für die Tat überreicht. Weitere 500 Euro als Anzahlung seien vor der Tat per Paket geschickt worden, behauptet der Zeuge im Gerichtssaal in Krakau. Die Anklage des Staatsanwaltes ist ein Paukenschlag. Wir sprechen in der Anklage von Terrorfinanzierung, weil die Brandstiftung selbst als Terrorakt qualifiziert wurde. Manuel Ochsenreiter, Finanzier eines Terroranschlags oder Opfer einer Falschaussage? In Krakau erhält Kontraste exklusiv Einblick in die Gerichtsakten. Darin enthalten starke Indizien für die Anschuldigungen gegen Ochsenreiter, auch für das Treffen am Berliner Flughafen. Wir finden einen belastenden Chat. Am Flughafen angekommen, schreibt der angeklagte Pole seiner Frau demnach: Hallo Schatz, bin endlich in dem traurigen Berlin gelandet. Noch habe ich keine Flüchtlinge hier gesehen. Wenn ich sie aber sehe, mache ich Aufnahmen. Und um wie viel Uhr triffst du dich mit Manuel? Um 11.30 Uhr. Um 19.30 Uhr geht mein Flug zurück. Umstieg in Warschau. Ich werde aber dann ein Taxi nehmen. Ich möchte nicht mit so viel Bargeld mit dem Nahverkehr fahren. Manuel Ochsenreiter. Die polnische Staatsanwaltschaft belastet ihn schwer. Man kann es nicht außer Acht lassen, dass der Inspirator und derjenige, der die Aktion finanziert hat, ein deutscher Staatsbürger war. Manuel Ochsenreiter. Er bestreitet sämtliche Vorwürfe. Bis vor einer Woche war er Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmeier. Diesen Job ist er los. Wer ist der Mann, der einen Anschlag in der Ukraine finanziert haben soll? Als Ochsenreiter im September 2018 hier im Bundestag sein Büro bezieht, ist er bereits eine zentrale Figur der deutschen und europäischen rechtsradikalen Szene. Chefredakteur des rechten Kampfblattes Zuerst und ein Vorkämpfer für ein starkes Russland. Auf einem AfD-Russland-Kongress brüstet er sich 2017. Ich bereise das Donbass seit 2014 als Journalist und als Direktor unseres Instituts, wo wir Wahlbeobachtungen und Krisenbeobachtungen organisieren. Ochsenreiter ist international bestens vernetzt. Er traf den damaligen iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad. Andere Bilder zeigen ihn mit dem rechtsradikalen Franzosen Jean-Marie Le Pen. Für sein Magazin reiste Ochsenreiter auch immer wieder in Kriegsgebiete, so zu den Truppen von Syriens Diktator Assad oder zu den prorussischen Separatisten in der Ostukraine. Sein ideologisches Vorbild, der rechtsradikale Philosoph Alexander Dugin. Ochsenreiter und Dugin, oder wie er ihn selbst nennt, sein väterlicher Freund. Anton Schechowzow ist Experte für die Verbindungen von europäischen Rechtsradikalen nach Russland. Er hat darüber ein Buch verfasst, das als Standardwerk gilt. Für ihn ist Dugin eine wichtige Schlüsselfigur. Dugin ist ein Koordinator für die Kontakte zwischen russischen Akteuren und der radikalen Rechten in Europa. Bei unseren Recherchen fällt außerdem auf, Ochsenreiter ist eng mit dem russischen Think Tank Katechon verbandelt, dem er auch Interviews gibt. Katechon verbreitet eine antiwestliche, ultranationalistische Ideologie, die auf Dugin zurückgeht. We are all united. Wir sind alle vereint durch unseren gemeinsamen Feind. Unser gemeinsamer Feind ist das Monster in Brüssel, die Europäische Union. Kontraste findet heraus, Manuel Ochsenreiter war sogar der Administrator der deutschen Katechon-Seite auf Facebook. Auch Ochsenreiters Arbeitgeber, der Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmeier, ist ein bekennender Kreml-Fan. So besuchten Frohnmeier und Ochsenreiter bereits 2015 gemeinsam die selbsternannte Volksrepublik Donetsk. Dort feierten sie gemeinsam den Unabhängigkeitstag, also die Destabilisierung der Ukraine durch Russland. Wir wollen mit Manuel Ochsenreiter und Markus Frohnmeier über die Vorwürfe sprechen. Keine Antwort.
Als wir am Bundestagsbüro Frohnmeyers filmen, treffen wir ihn zufällig. Politikmagazin Kontraste. Wir hatten Interviewanfragen geschickt. Aha. Zum Fall. Also wir haben kein Interesse, uns mit Ihnen zu unterhalten. Okay. Ich würde auch bitten, dass Sie diese Aufnahmen löschen. Das ist ein öffentlicher Grund. Und Sie sind Abgeordneter? Aber welches Interesse könnte ein deutscher Kreml-Freund an einem Brandanschlag in der Ukraine haben? Das Hauptziel war, die Ukraine und die ukrainischen Behörden zu diskreditieren, zu zeigen, dass die Behörden die Situation nicht unter Kontrolle haben und die ungarische Minderheit durch die Ukraine bedroht wird. Wir fahren an den Anschlagsort im westukrainischen Uschhorod. Der Gouverneur Gennadi Moskol erhebt gegen Ochsenreiter schwere Verdächtigungen. Beweise aber bleibt er schuldig. Ich kann nicht sagen, ob Manuel Ochsenreiter ein Agent des russischen föderalen Sicherheitsdienstes ist oder ob er nur von ihm finanziert wird. Fest steht aber, er hat den Brandanschlag finanziert. Im Bundestag ist nicht nur der CDU-Innenpolitiker Patrick Sensburg alarmiert. Er fordert vom Verfassungsschutz, früh einzugreifen, wenn Personen mit radikalem Hintergrund eine Anstellung im Parlament anstreben. Wir wissen sowohl von Abgeordneten der AfD, aber auch von Mitarbeitern, von Mitgliedern der Partei, dass Kontakte gepflegt werden. So zum Beispiel bei der Syrienreise von AfD-Abgeordneten, beim unmittelbaren Kontakt der Jugendorganisation in die russische Botschaft in Berlin, aber auch bei vielen anderen Kontakten, die wirklich den Verdacht aufdrängen, dass eine intensive Zusammenarbeit einerseits vorliegt, dass aber auch russische Interessen an der Destabilisierung Deutschlands und Europas über die AfD ins deutsche Parlament kommen. Und das dürfen wir nicht akzeptieren. Wir können nicht verstehen, warum Sie hier Zugangsrecht bekommen, warum Sie hier an sensible Unterlagen gelangen, wenn Sie sogar in der Vergangenheit mit Straftaten und Aktivitäten aufgefallen sind, wo man ganz klar sagen muss, die waren auch gegen die Institutionen der Demokratie gerichtet. Und was weiß Alexander Gauland, der Fraktionschef der AfD im Bundestag? Ich weiß nicht, dass Herr Ochsenreiter ein Rechtsradikaler ist. Habe ich noch nie was von gehört. Nach Kontrasteinformationen hat Manuel Ochsenreiter noch einen Hausausweis für die Parlamentsgebäude. Die Bundestagsverwaltung verweigert hierzu jede Auskunft. Der Grund: Ochsenreiters Persönlichkeitsrechte.